No! Another failure. I simply can't create my energy source alone. Well, well, Tim Burton. Let's see how good you really are. Hallihallo und willkommen zu einem neuen Wimmelbild-Abenteuer. Portal in die Anderswelt aus der Whispered Secret-Reihe. Und wir haben da ja schon zwei Spiele gespielt. Und zwar, ich meine, Ewiges Feuer und Grausame Schönheit. Und auch diesmal handelt es wieder von einem merkwürdig verrückten Wissenschaftler mit morbiden Experimenten oder was auch immer. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und ja, ich bin mir aber nicht sicher mit dem Bildformat. Ja, so haben wir weniger Sichtfläche, aber das andere sieht tatsächlich ein bisschen aus, als wäre es mit der Backrolle bearbeitet worden. Vielleicht lasse ich das jetzt erstmal so und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich kann es ja jederzeit wechseln, aber so finde ich es tatsächlich im Moment noch ein bisschen merkwürdig. Aber vielleicht muss ich mich auch nur dran gewöhnen. So, Musik, ich denke mal, das müsste alles in Ordnung sein. Soundlautstärke, weiß ich nicht so genau. So laut wollen wir es ja auch nicht haben. Stimmlautstärke. Okay, das können wir ja erstmal lassen. Dann spielen wir mal. So, wir haben keine Möglichkeit, individuell einzustellen, deswegen nehme ich mal leicht. Und habe ich hier eigentlich meinen Namen? Also Spieler? Nee, ich möchte nicht Spieler heißen. Ich fürchte, da müssen wir bestimmt wieder alles einstellen. Mal gucken. Nee, alles klar. Ja, weil Spieler, ne? Wenn man dann eine Auszeichnung kriegt oder so, steht da ja Spieler, hast was gewonnen. Toll. Kann ja jeder sein. So. Wie geht's mal los? Ich bin gespannt. Oh, wir sind ja schon da. Nein, möchte ich nicht. So, es klingelt. Ja, wie man sieht, es ist ein älteres Spiel. Und wir haben hier... Komme ich hier überhaupt schon mal? Ich komme, glaube ich. Ich muss erst mal die Tür aufmachen. Macht sie die Tür auf? Gott, hoffentlich bin ich das nicht. Sieht da aus ein bisschen... Naja, it's all right, Aaron. Geht. I'll get the door. Aaron, ich mache die Tür auf. Oh Gott, wie elegant sie dahin schwebt. Oh, Weihnachten. Ist ja ein Weihnachtsspiel. Ich habe das im Vorspann schon überlegt. Glückwunsch. Du wurdest vernebelt. Oh, er hält sich die Nase zu. Darling, this is terrible. My mother inhaled some kind of airborne toxin from this box. She seems stable, but we need to help her quickly. I think I can make an antidote to slow the toxin in my lab. Oh, Liebling, das ist so furchtbar. Meine Mutter hat irgendeine toxische Substanz aus dieser Kiste eingeatmet. Ihre Verfassung scheint stabil, aber wir müssen ihr schnellstmöglichst helfen. Ja, das war wohl die Schwiegermutterkiste. Es tut mir wirklich leid. Bist du eigentlich Tim Burton? Aber die hatte doch irgendwas von Aaron gesagt. Oder sind wir Aaron? Aaron... Ich weiß nicht, wie man das... Ich glaube, ich kann in meinem Labor ein Gegengift herstellen, das das Gift verlangsamt. Ja, immer so tun, als würde man sich Mühe geben, die Schwiegermutter zu retten. You should go to the police station and tell Rudy what happened. While you're there, you can get my toolbox back from him. I'll need it to finish the antidote. Du solltest zur Polizeiwache gehen und Rudy die Vorfälle berichten. Und wenn du schon mal da bist, könntest du meinen Chemiekasten mitbringen? Ich brauche ihn, um ein Gegengift herzustellen. Ja klar, das machen wir doch. No, nun ist er weg mit Mutti. Ich sollte Tim nicht stören, während er an einem Gegengift arbeitet. Okay, es ist also Tim. So, ich schau mal ins Buch. So, mal. Ach,
schön, wir haben ein Buch. Ich mag es einfach, wenn die Spiele ein Buch haben und die Geschichte noch mal so ein bisschen erklären. Ich habe Tim vor etwa einem Jahr getroffen. Damals war er noch ein unbekannter Wissenschaftler. Aber nun gehört er dank seiner Energieforschung zu den angesehensten Gelehrten des Landes. Ich kann mich glücklich schätzen, einen solch talentierten und wunderbaren Mann zu heiraten, wenn nur seine Mutter nicht wäre. Es sollte eine Zeit des Glücks sein und nun ist sie von einer Katastrophe überschattet. Clarice öffnete ein Paket, das auf ihrer Türschwelle lag. Es enthielt giftiges Gas und nun ist sie schrecklich krank. Ich muss zur Polizeiwache gehen und Rudy über den Vorfall berichten. Okay, wir wohnen auf dem Dorf, dass man den Polizisten persönlich kennt. So, was haben wir denn hier? Wow, es ist immer noch seltsam, eine solch große lokale Berühmtheit zu heiraten. Tideville News. Begnadeter junger Wissenschaftler entdeckt revolutionäre Methode, Giftgase in Energie umzuwandeln. Ja, das können Kühe auch. Okay. So, die Tischdecke sitzt äußerst stramm. Das stimmt, das sieht unglaublich aus. Oder ist das so ein Stickrahmen? Ich weiß es nicht. Nee, ist es nicht. Ach du, was ist das denn für eine Tischdecke? Das ist ja witzig. Ja, so kann eigentlich nichts verrutschen, aber das sieht ja mal komisch aus. Okay, hier fehlen Blumenvasen. Nehme ich mal an. Nein, wir brauchen Gewichte. Da hinten ist ein Geheimfach. Uiuiui. Nein! Tim, was bist du denn für einer? Ich dachte, du hast deine Mutter mitgenommen. Jetzt steht er da in seinem Büro und die Alte lehnt immer noch so. Okay, wir sind sehr liebevoll mit Schwiegermutti. Clarice geht es nicht gut, sie braucht dringend Hilfe. Keiner legt sie auf die Couch. Jetzt kriege ich doch glatt ein bisschen Mitleid mit ihr. So, aber das sieht ja mal richtig schön aus hier, so ein Hochzeitsbogen. Okay, ich muss den Schlüssel finden, um diese Tür zu öffnen. Es ist auch immer merkwürdig, wenn man in seinem eigenen Haus... Oder ist es nur von Schwiegermutti das Haus? Oh, was haben wir denn hier? Einen Türgriff. Aber hier ist ein Griff, hier ist ein Griff, hier ist ein Griff. Ich lege das mal hier drauf. Ah, das geht nicht. Ach nee, da ist gar kein Türgriff. Von Weitem sah es so aus. Na dann erstmal raus zur Polizei. Ab auf die Straße. Ein Wimmelbild, hoi. Ach, wir sind schon bei der Polizei. Wir wohnen gegenüber von der Polizei. Nee. Justitia? Da scheinen ein paar runde Scheiben zu fehlen. Gut, dann gucken wir mal hier. Was ist denn da? Können wir da was machen? Ob Rudy überhaupt weiß, dass die Klingel kaputt ist? Ja, bestimmt hat er sie ausgestellt. Wir sind auf dem Dorf, es ist Weihnachten. Wer will denn da schon arbeiten? Oh, ich habe einen Schneeball. Und da komme ich natürlich nicht ran. Macht aber nichts. So, wir haben eine runde Scheibe. Wimmelbild machen wir gleich. Ach, es fehlt immer noch eine. Naja, kann ich alles haben. Gut, dann wimmeln wir jetzt erstmal. Wimmelbildszenen können vervollständigt werden, indem du 3 Gewinn spielst. Du kannst den Modus jederzeit frei wählen. Wer will denn in einem Wimmelbildspiel 3 Gewinn spielen? Dann will ich ja gleich 3 Gewinn spielen. Aber ich glaube, es geht mit dem Bild. Es sieht für mich so okay aus. Ich habe mich so langsam dran gewöhnt und mein Hirn auch. Also würde ich sagen, lassen wir das, glaube ich, so. Wenn wir gleich nach dem Bild sehen. Okay, die Torte sieht ein bisschen komisch aus. Ach, was brauche ich denn überhaupt? Eine runde Scheibe, eine Krawatte. Krawatte. Eine Kutsche. Du bist keine Kutsche. Klicke mal einfach irgendwo drauf. Oh, das ist aber ein schönes Bild. Und ein schöner Schuh. Hier mal ein Fisch. Wir brauchen eine Flöte, eine Lyra. Okay, hier ist die Flöte, hier ist die runde Scheibe und die Lyra. Okay, dann fehlt noch der Löffel, der ist hier vorne und eine Taube. Ach nee, und die Kutsche. Taube, Kutsche und eine Taube. Ach da. Ja, also es ging. Die runde Scheibe sieht nicht ganz so rund aus, aber ich... Oh, mal nicht so kleinlich sein. Öffne das Schloss in 2 Schritten. Wähle zunächst die runden Scheiben an den Seiten, um alle Paare zu finden.
drehe dann die Puzzleteile und setze das Bild zusammen. Verstehe. So, dann haben wir hier... Aha. So, das war hier. Das war hier. Ey, manchmal kann ich mir sogar Sachen merken. Oh, ist nicht wahr. Ist mit mir nicht in Ordnung. Hä? Ah, verdammt. Ich wollte auch erst den nehmen. Oh Gott. So, dann drehen wir mal das Bild zusammen. Ich glaube, das wird das Schwierigste für mich. Ich kenne mich. Nee, du bist falsch rum. Ja, so sieht das Ganze doch viel besser aus. Oh. Na? Ui. So, jetzt kann ich mich hier ein wenig umsehen. Also das ist der Vordereingang der Polizei. Daneben liegt der Hintereingang. Mhm. Oh, der ist aber süß. Was ist das alles? Ach, ein schönes Wimmelbildspiel. Okay, es ist tatsächlich winterlich, das wusste ich nicht. Aber es stört mich überhaupt nicht. Ich meine, wir haben ja auch bald Winter. Mit einer Winde bekomme ich das Garagentor bestimmt auf. Ach, komm schon. Sprich mit mir, kleiner Schneemann. So, die Tür bewegt sich kein Stück. Ist klar, wir müssen nach vorne und das ist vereist. Habe ich noch eine Schippe? Ja, habe ich. Hui. Etwas warmen könnte ich diesen Hahn sicherlich auftauen. Und ich nehme mal an, wir haben hier Öl oder Benzin. Bin mir noch nicht so sicher. Oh, nee. Haben wir eigentlich eine Sammeledition? Ich glaube nicht. Ich habe das Spiel von CD. So, Klöppel, Hockeyschläger. Mhm. Ach, guck mal, der Klöppel, der kommt doch bestimmt hier hin. Oh nein, mit einem Aufziehschlüssel. Oh nein, wie witzig ist das denn? Kennt eigentlich einer noch diese alten Türen? Hatten wir, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ne? Und da gab es so eine Klingel, die musstest du auch tatsächlich an der Tür drehen, wie so ein Aufziehschlüssel. Und oh, das Ganze hat sich so verschrakelt angehört. Nein, bist du etwa Rudy? What? Clarice was poisoned? That's terrible. Ja, fürchterlich. Was? Clarice wurde vergiftet? Das ist ja schrecklich. Aha. Hold on. I'm calling the doctor. Okay, passiert nichts. Er ist nicht zu Hause. That's weird. The line is dead. I'll go try to call from the phone in my office. Oh, seltsam, die Leitung ist tot. Ich werde es mit dem Telefon in meinem Büro versuchen, aber es hat doch noch gepiept. Tim's toolbox is in my locker, over there. I really hope Clarice is okay. She's been nothing but nice to me since I was a kid. Tims Chemiekasten ist in meinem Spind dort drüben. Hoffentlich ist Clarice in Ordnung. Sie war immer so nett zu mir, schon in meiner Kindheit. Ja, ihr geht's gut. Sie sieht nur ein bisschen merkwürdig aus. So, können wir den Tee mitnehmen? Aua, ich brauche etwas, mit dem ich den Griff fassen kann. Ja, gut. Okay, was haben wir denn hier? Weiterer Wissenschaftler verschwunden, ebenso wie die anderen, erhielt auch er einen Tag vor seinem Verschwinden ein Paket mit giftigem Gas. Das unbekannte Gift ist die Ursache für die schwarze Verfärbung der Venen in sein Gesicht. Oh, Datum 22.06.1925. Seltsam, jemand entführt Wissenschaftler und vor der Entführung wurden sie vergiftet, genau wie Clarice. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ach, da fragt das Ganze doch nicht, du bist die Schwiegermutter los. So, wollen wir mal die Katze angucken. Gut, da war nicht viel mit gucken, aber sie schnurrt. Eine Zange, ein Hockeyschläger. Von den Arrestzellen, Arrestzellen, halte ich mich lieber fern. Arrestzellen. Hm. Okay, Rudy. Ah, wie in drei Teufelsnamen kriegt Rudy diese rostige Tür auf. Okay, wir müssen wieder raus, denn da draußen war ja ein Ölfass. Ach so, Quatsch. Ich brauche erst was Warmes. Geh mal zurück. Da war doch irgendwas unter dem Gitter. Kurbel. So, und dann war doch das Auto zum Wimmeln.
mal wieder. Hier. Und noch ein schönes Auto. Oh, ich liebe diese Autos. Ich muss die dritte loswerden. Ja. Oh Mensch, nun lass uns doch mal das Auto noch ein bisschen angucken. Verdammt. Okay, leere Ölkanne. Gewicht. Aha. Wir wissen ja, was zu tun ist. Erstmal das Wimmelbild. Okay, diesmal suchen wir den Brautschleier. Der ist hier vorne. Stechpalme, Serviette, Schwan. Krone. Katze. Stechpalme. Ach hier. So, Manschettenknopf, das bist du. Granatapfel. Serviette, Schwan. Drache, Kamm, Biene, Krebs und Hase. Drache. Hase. Ich werde auch irgendwas zum Aufmachen, meine ich. Ach, das hier. Kamm und Schwan und Biene. Sehr gut. Kannst wieder zugehen. Mach das aber nicht. Gut, dann brauchen wir nur noch den Krebs. Der ist hier vorne und den Hasen. Ach, der ist auch hier vorne. Gefunden, eine Serviette. Ja, damit könnten wir doch bestimmt die Teekanne anfassen. Ab in die Hosentasche damit, wärmt auch. Wie viel da reinpasst. Oh, nein, nein, nein. Gut, dann wollen wir mal seinen Spind ein bisschen ölen. So, Yamambu. Beste Freunde. Oh Gottchen, die kennen sich schon ganz lange. Können wir das Buch mitnehmen? Nee. So, was... Oh, was scheint denn da für ein Licht im Haus? Ich glaube, da ist etwas kaputt gegangen. So, wir haben eine Kordel. Aber ich möchte erst mal ins Buch schauen. Ach, guck an. Ich muss unbedingt weiterlesen. So, das hat man gelesen. Ich habe viele Artikel über Tims Errungenschaften gelesen, aber von einer Libellenvorrichtung habe ich nie etwas gehört. Es scheint, als könnte diese giftige Gase in pure Energie umwandeln. Als könne diese giftigen Gase, giftige Gase, naja gut, okay, kleiner Schreibfehler. Aus den Polizeiakten weiß ich, dass auch andere Leute vergiftet wurden, allesamt Wissenschaftler, die dann verschwunden sind. Na, es beruhigt mich ja, ich bin sicher, ich wissenschaftle nicht. Rudy wird unser Trauzeuge sein, aber es sieht so aus, als ob sich der Trauzeuge nicht sehr um seinen Spind schert. Ich muss die Scharniere ölen, bevor ich ihn öffnen kann. Und sowas schreibst du ins Tagebuch? Gut, was haben wir denn hier noch? Ich muss zurück nach Hause. Tim braucht vielleicht meine Hilfe. Machen wir mal. Wir gehen mal zurück. Den weiten Weg. Ist nicht lustig. So. Gucken wir mal durch den Türspalt. I can help your mother. But in return, you will help me create a source of eternal energy. It will be the greatest scientific achievement in history. You'd be a fool to refuse. I can help my mother on my own. Now get out of my house. I'm afraid I have to insist. You're coming with me, whether you like it or not. Unglaublich. Warum nur würde jemand einen harmlosen Wissenschaftler entführen? Ja, gute Frage, nächste Frage. Unser Haus. Ach was, und dann weiß ich nicht, wo der Schlüssel versteckt ist. Na gut, egal. Ist immer schön, mit Schwiegermutter in meinem Haus zu holen. Nein, was mache ich denn da?
Oh Gott. Dabei lernt man das ja schon als Kind, nicht einfach irgendwelche Sachen hier, ne, und so. Aber gut, Glück gehabt. Das Buch kann man nicht mitnehmen. Mir fehlt ein Peak. Ach so, nee, warte, eine Keule. Aha. So, da fehlt mit Sicherheit etwas. Genau. Okay, da habe ich noch nichts. Oh Gottchen. Das ist ja mal ein cooles Spiel. So, da waren wir schon. Imbusschlüssel. Okay, ich denke mal, die Sachen kriegen wir später. So, das nehme ich erstmal mit. Oh Gott, Tim und seine Mutti. Ja, warum hat Tim diesen Brenner am Tisch festgeschraubt? Fragen über Fragen. Die nehmen wir einfach mal mit. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, außer das hier. Für dieses Geheimfach muss irgendwo im Haus ein Schlüssel zu finden sein. So, hier haben wir diesen grünen Nebel. Oh. Das ist nicht das normale Sonnensystem, aber da fehlen definitiv ein paar Planeten. Nein, du bist kein Planet, geh weg. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Ach, guck an. Mit Tims Notizen kann ich das Gegengift fertigstellen, aber ich brauche seinen Chemiekasten, eine Vakuumpumpe, einen Gasbrenner und etwas Ammoniak. Na, wir haben doch schon alles da. So, Vakuumpumpe, wozu auch immer. Und den hier. So, bereite ein Gegengift für Claris zu. Punkt. Verwende die Zutaten und Geräte in der richtigen Reihenfolge, wie in der Anleitung beschrieben. Mhm. Tolle Anleitung. Muss ja erstmal suchen hier. So, der kommt dahin. Nicht. Laut Instruktion muss das C2H rein. C2H, du bist nicht C2H. Du bist C2H. Wo denn rein? Da? Nicht jetzt? Oh, ich weiß nicht. Gehört eine Isolierkanne hin? Hast du eine Isolierkanne? Ja. Okay, dann machen wir das mal. Ach, wir machen hier einfach freie Schnauze. Nee, warte mal, dann machen wir davon noch ein bisschen rein. Ah, müssen wir erstmal den Deckel aufmachen? Nee. Nee, da kommt ein Ventil noch hin, ist ja klar. Machen wir denn hier mal eins? Ja. Praktisch. So, dann da vielleicht. Deckel kriegen wir nicht auf. Natriumchlorid, das bist du doch bestimmt. Ach nee, das könntest du sein. So, darf man was rein? Nee, auch nicht rein. Bitte nicht nachmachen, es ist einfach nur aus Spaß. Wie Tim immer sagt, Sicherheit im Labor kommt an erster Stelle. Ich brauche einen Trichter. Ja, ja, das wollte ich doch auch. Ja, jetzt aber rein da. Okay, so, das kocht. Sehr gut. Dann machen wir das mal hier rein. Und müssen wir den anmachen? Nee. Achso, wir vakuumieren. So, das kommt jetzt da rein, wird gefiltert. Und wir haben fertiges Riechsalz bestimmt. Ach, ich weiß es nicht. Und wir haben Gegengift. Mhm. Gut. Na siehst du, Schwiegermutter. Ich habe mich genau ans Rezept gehalten. Das brauchen wir ja für den Kamin. Ja, wir lassen die alte noch mal ein bisschen liegen. So. Ein Gewicht brauchen wir aber noch. Vielleicht einen Schneeball? Nee. Kommt euch auch dieser komische Gedanke in den Kopf? Nicht. Weil, ne? Also, so kann man ja überhaupt. Oh Gott, sie stöhnt. Na gut, ich will sie auch nicht leiden sehen.
Na Mensch, besser als vorher. Ich hätte das auch gerne. Thank you, Aaron. Naja, I'm feeling better already. I was barely awake, but I saw what happened to Tim. Please, help him. He's the only one who can cure me. This is the key to my room. There's a medallion under the rug that Tim gave me in case anything ever happened to him. It will help you open a hiding place in his lab. Boah, was für eine undankbare Schwiegermutter. Nur Tim kann uns retten. Hallo. Ich will ja nichts sagen, aber wir haben dir gerade geholfen. Gut, bist noch nicht die Alte, aber ist vielleicht auch ganz gut zu einem Wimmelwelt. War es das Tims Zimmer? Oh Gott. Oh, wie süß. Kächer von meiner Katze. Also, ich muss mal sagen, wir sind nicht die ordentlichsten. Ist ja mal peinlich. Oh nein, oh, so ein Bett hätte ich auch gerne. Oder so ein Stauraum. Ab nach oben. Ja, wie cool ist das denn? Lauter Geheimfächer in deiner Wohnung. So, was brauchen wir denn überhaupt noch? Medaillon, Flamingo, Nashorn und Hummel. Oh, ich bin nochmal drauf gekommen, aus Versehen. Brauchen wir die Hand? Nee. Ein Delfin brauchen wir noch. Toll. Alles Sachen, die man... Delfin. Nashorn, Vogel. Ach, den Vogel brauchen wir gar nicht. Aber ein Flamingo. Und das hier wegmachen? Nee. Ja, aber den Teppich. Naja, natürlich. Ey, oh wei, oh wei. Ist ja schon peinlich, so unordentlich zu sein. Okay, ich habe die Hummel gefunden. Da ist der Flamingo. Jetzt brauchen wir nur noch den Delfin. Ja, Delfin. Nee, ich kann es nicht. Ach komm, einmal. Ihr wollt es doch auch. Hier ist er leider auch nicht drin. Ja, wo ist denn der Delfin? Kein Delfin. Warte mal, ich das nochmal. Nee, verändert nicht die Schrift, alles klar. Oh komm, das ist doch jetzt nicht wahr. Hier muss doch irgendwo der Delfin sein. Nee. Der ist bestimmt irgendwo total groß. Ich setze mich mal gerade hin und gucke genau in die Mitte. Ist er denn da? Nee. Da ist er. Cool. Gut, wir haben das Medaillon für den Schreibtisch gefunden. So, wir lesen noch mal weiter im Buch, bevor ich das wieder vergesse. Das mit Rudy hat man gelesen. Während ich auf dem Polizeirevier war, sah ich jemand in unser Haus einbrechen. Ich sollte heimkehren und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Naja, alles in Ordnung. Tim war in seinem Labor im Gespräch mit einem seltsamen Mann. Es scheint, dass er es war, der das Paket mit dem Gift an Clarice sandte. Damit wollte er Tim erpressen und ihn zur Mitarbeit an einem geheimen Gerät zwingen. Aber Tim weigerte sich, daher nahm ihn der Mann mit Gewalt mit. Nun muss ich das Gegengift für Clarice fertigstellen. Aus der Sphäre treten schädliche Gase aus. Ich muss mich im Labor umsehen und sie irgendwie loswerden. Tims Aufzeichnungen erklären, wie man ein Gegengift herstellt. Ich muss nur erst ein paar Dinge sammeln. Das haben wir ja gut gemacht.
Clarice fühlt sich endlich besser, nachdem sie das Gegengift eingenommen hat, aber sie braucht noch immer ein Heilmittel und nur Tim kann ihr helfen. Sie hat mir den Schlüssel zu ihrem Schlafzimmer gegeben. Unter dem Teppich befindet sich ein besonderes Medaillon. Ach, das war Clarence Schlafzimmer. Jetzt. Nee, Moment mal, das war nicht Clarice Schlafzimmer. Das war doch Tims Schlafzimmer. Ach, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was ist Schlafzimmer. Hier steht leider nichts mehr. Mit der hier schon ganz gaga. Okay, so, dann machen wir jetzt erstmal hier das geheime Dingbums auf. Mir war bekannt, dass Tim voller fantastischer Ideen steckt, aber dass er so viele Geheimnisse hat. So, wir haben wieder eine Zeitung, Tideville News. Diesmal kann ich sie aber nicht lesen. Was? Die Libelle hilft dir, giftige Gase loszuwerden. Ey, warte mal, ich werde aber erstmal hier lesen. So, das Geheimfach in Tims Labor enthielt eine eigentümliche Libelle. Sie scheinbar funktioniert sie wie ein Staubsauger, der giftige Dämpfe einsaugt und in Energie umwandelt. Okay, dann mach mal. Das war ein bisschen unlogisch, aber ach, wir spielen ja auch ein Wimmelbildspiel, ne? Das ist ja nicht logisch. Diese werden in dem Behälter unter der Libelle aufbewahrt. Ach so, toll. Buch. Im Verlauf meiner Forschung an einer unbegrenzten Energiequelle machte ich eine andere, noch faszinierende Entdeckung. Ich kann ein Portal in eine andere Welt schaffen. Diese Information muss ich geheim halten, bis ich meine Kalkulation beendet habe. Alle Tests am Portal werde ich in meinem unterirdischen Labor im Hof durchführen. Aha. Ja, da waren viele Geheimnisse. So, wir haben eine Angel-Statue, eine Vase. Immer Schlüssel, ne? Okay, dann machen wir doch nochmal das hier am Kamin. Ich vermute mal, dass wir die Vase da hinstellen können. Wir haben ein weiteres Buch. Und eine Kugel. Wahrscheinlich für dieses Sonnensystem oder was auch immer. So, zeig mal her. Hier ist eine Notiz, die auf ein Geheimfach in dem Planetenmodell in Tims Labor hinweist. Dort drin sollen sich einer der Griffe zum Geheimlabor im Hof befinden. Ja, nun stelle ich mir vor, immer wenn ich zur Arbeit will, ein bisschen forschen, erstmal diese ganzen Sachen zu machen. Oh. Ich glaube, da fehlen ein paar Schachfiguren. Ja, ich habe keine. Okay. Gut, ins Portal wollen wir ja noch nicht. Ich glaube, da können wir auch noch gar nicht hin. Unser Haus im Innenhof. Mal nochmal schauen. Ach was, und hier, liebe Gemeinde und so, hier wird geheiratet. Aber ich muss mal sagen, es gefällt mir. Es ist so ein bisschen altbacken, aber irgendwie auch trotzdem schön und gemütlich. Ein bisschen liebevoll. So, dort oben ist ein Planet. Ganz dort, weit oben. Was haben wir denn hier? Eine Lichterkette? Naja, ist Weihnachten, ne? Warum ist dieser Ast festgebunden? Er blockiert das Fenster. Ey, überleg mal, das ist schon das dritte Mal, dass wir diese Zange benutzen. Oh, jetzt ist sie weg. Ich hätte nichts sagen sollen. Das Schloss hat schon bessere Tage gesehen. Vielleicht kann ich das Ganze abschrauben. Ja, vielleicht. Na? Oh. Okay, was bist du für ein Gerät? Der Tank braucht Benzin, aber ich sollte einen Trichter verwenden. Ich sollte erstmal Benzin finden. Okay, wir haben einen Springer-Medaillon. Das brauchen wir für den Tisch. Was liegt denn hier unten? Nichts. Oh Gottchen. Hey, waren da nicht zwei Engelsstatuen? Mal eine haben wir doch schon mal. Oh, guck mal wieder dahin. Da haben wir das. Hier haben wir das Fenster. Ah, ich dachte, wir können irgendwie an den Strick. Habe ich denn was Dünnes? Ah, das ist das Einzige, was ich habe.
Ja, cool. Steht denn hier noch was drin? Nee. Das Geheimlabor, jetzt frage ich mich natürlich selber, wo kann das sein? Hier drin geht es dann runter, aber es wäre irgendwie ein bisschen komisch. So, den Planeten machen wir mal dahin. Fehlt noch ein grüner. So, dann bringen wir... Oh, ein Wimmelbild. Turm. Warst du nicht ein Turm? Ach, egal. So, und dann haben wir den Herzschlüssel. Wir haben die Lichterkette. Oh, sehe gerade. Wir machen mal Schluss für heute. Für die erste Folge. Ich bin völlig glücklich. Das Spiel ist mega gut, finde ich. Auch wenn es schon so alt ist. Macht tierisch viel Spaß. Ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.